Jo Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge PVZ. Heute wieder mit Markus. Ich spiele den Astronauten und Markus den Tarnranger. Jo. Und zwar spielen wir hier gegeneinander. Meine Aufgaben sind so ein bisschen Teamwiederbelebungen, Vorlagen. Unmittelbar nach dem Warp ohne K.O. zu gehen. Drei Stück. Oh yes, Tarnranger hat dir den Arsch gerettet, Minion. Und jetzt heil dich gefälligst. Wer? Ich? Ja. Ich hab dir den Arsch gerettet. Und wir haben den ersten Garten. Geil. Ja Leute, man merkt schon, zu Weihnachten haben wieder viele Leute dieses Spiel geschenkt bekommen. Weil die Gegner sind irgendwie alle wieder Leute, die nicht auf die Reihe kriegen. Und Low Level, man kann ja hier wieder zeigen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 gelbe schon allein wieder dabei. Sind wir dabei. Und dann von den roten noch wieder jede Menge, aber auch die lilanen werden immer mehr. Die lilanen. Jetzt fängt man wie Harry Potter an, Alter. Harry Potter? Ja, Harry Potter kommt jetzt dran, Gefangene von Azkaban. Nee, das kennt man nicht. Gut. Dann kann das ein bisschen deutlich. Das hätte ich jetzt leiser gemacht oder ausgemacht. Wir spielen jetzt ja das hier. Und ich wurde Hirnschnapper gegessen, haben noch keinen einzigen Kill. Ich weil ich einfach nicht auf ein Dach komme. Kotzen, ey. Also ich merke gerade, irgendwie ist der Astronaut ziemlich gut. 5 Kills, ich bin Erster, hab 800 Punkte mehr wie der Zweite. Jetzt schon. Oh, ich hab einen Kill. 2 Kills, Raketen. Ne, 1, 2, ein Top-Pflanze. Natürlich heute hier auch gleich mit dem Astronauten-Outfit. Der hübschen Astronauten-Maske von Soma. Boah, leck. Lol. Ich komm hier in den scheiß Plasma-Destruktor, ey. Cheese Warp. Just cheese is like it's cheese. Ich sag auch Pia. Oh Mann, wie viele denn noch? Ohne Mist. Ich wurde gerade von 4 Leuten gleichzeitig abgeschossen und trotzdem hat einer von denen gerade fast verloren gegen mich. Ja, meine wollen nicht sterben, das ist. Aber die Genauigkeit ist schon krass bei dem. Bei welchen? Beim Astronauten. Ich schieß quasi immer auf denselben Punkt. Geil, ich treff. Aber er stirbt trotzdem nicht. Alter, der lebt immer noch. Und jetzt feiert er sich einen. Also ich muss sagen, der Käse-Warp ist für'n Arsch. Weil der Damage rendiert sich nicht wirklich und du hast nur einen Warp. Und ein Warp ist kein Warp, weil du kommst rein, aber nicht mehr raus. Ich glaube, du brauchst ein ganzes Magazin, um jemanden zu töten, Tarnranger. Nee, du musst nur treffen. Headshots machen auch extra Damage, ne? Ey, ich mach immer, oder versuche immer Headshots zu machen. Aber ich mach trotzdem noch 15. So, heil dich hoch, Minion. Alles töten mich, ey. Egal was es ist. Zombie. Wow! Die Explosion hat mich gar nicht getroffen, aber trotzdem gekillt. Die war eigentlich neben mir. Ist auch geil. Ich habe bisher nur einen Kill, Alter. Ich bin bei 7. Einfach, weil ich einfach nicht sterben. Ja, du hast ja Wissenschaftler. Das ist, ich finde den Tarnranger viel geiler. Oh, leck. Ich sterbe auch gar nicht. Boah, scheiß Orangenkracher. Das ist doch nicht. Geil. Hol mal den Orangenkracher-Sniper da oben weg. Die Sniper da oben musst du alle holen. Im Turm. Wo denn? Die beschissenen Assis. Ja, in dem Turm oben. Da muss sie doch immer hocken. Beim Spielgerüst oben. Mhm, ich sehe aber keine gerade.
Ja, den einen habe ich. Oh, what the fuck? Da war wohl noch einer. Der sich jetzt ziemlich abfeiert, dass er mich gekillt hat. Warum feiern sich immer alle Leute ab, dass sie mich töten? Keine Ahnung, vielleicht sind wir Fame, Alter. Vielleicht, weil ich schon wieder 500 Münzen mehr habe wie der zweite. Und irgendwie inzwischen Level 105 bin, Leute. 105 hier. Ja, endlich hat er mal jemanden gekillt mit der normalen Waffe, ey. Was da los, ey? Sein erster Kill ist mit der Standard-Tarnranger-Waffe. Ja, Alter, die anderen habe ich mit der Kette gemacht. Bist du ein Noob? Also, und nee, ich weiß, du bist ein schlechter Tarnranger. Ich gehe mit dem Tarnranger immer übel ab. Ich sterbe einfach nicht, ey. Dafür habe ich im Nahkampf hier einfach keine Chance gegen die ganzen Spackos. Was man eigentlich als Inchi ziemlich gute Chancen haben, als Wissenschaftler ziemlich gute Chancen haben sollte, meiner Meinung nach, ist mit dem hier einfach unmöglich. Ja, mein 2 Kilometer Waffe. Jetzt hat er mit 1% überlebt den scheiß Cheese Warp und ich bin daran verreckt. 3. Kill mit meiner Waffe. Ja, es geht schon, wenn du dich eingeschossen hast damit, du musst halt den Rückstoß beachten. Der Rückstoß ist halt mies beim Tarnranger. Du musst bei jedem Schuss weiter runterziehen. Oh, schon klar. Der war ja geschenkt. Kämpf ich wohl besser aus mit Rückstoß. Na, aber der beim Tarnranger ist echt übertrieben hart, finde ich. Also der ist im Vergleich zu allen anderen PVZ-Dinger viel stärker. Oh, mein Käsewurf hat 2 Leute getötet. Aber ich bin auch wieder dabei verreckt. Natürlich. Jetzt verstecken sich alle hinter irgendwas. Da oben die Sonnenblume ist noch ein... ich seh's grad. Und unten drunter ist noch eine Erbse. Ja, die versteckt sich aber. Das ist das Problem. Ich sag ja, wenn du dich auf den ihre Leute, auf den ihre Camper konzentrierst, dann holst du die Ecke sonst das. So, und jetzt hier mit den Käsekugeln. Ist klar halt. Die stehen da oben zu dritt, Mann. Mit Sonnenblume und 2 Erbsenkanonen. Hol mal die da oben weg, dann komme ich in den Garten. Aber solange die da oben sind, habe ich einfach keine Chance. Wir haben auch keinen Inchi, der den scheiß Teleporter mal hinstellen würde. Ja, jetzt Vorlage. Genau neben mir eine Sonnenblume. Ist geil. Ja, ich hol dich, bleib liegen. Sonnenblume rennt um ihr Leben. Ja, hier steht hier hinten. Achtung, jetzt kommen auch noch die Eis. Könnte ich echt Hilfe gebrauchen. Weil der tötet mich irgendwie die ganze Zeit. Achtung, der hat der Dings gewonnen. Ah, der ist tot. Noch tot, komischerweise. Ja, da war noch eine Sombrero. Hm. Und ein Mais. Oh, jetzt kommt die beste Stelle. Oh, ich lebe noch. Oh, ich bin tot. Ja, ich hab dich wiederbelebt. Aber dafür bin ich verreckt diesmal. Kannst du ein bisschen in den Garten. 26, Alter, in den Garten. Ja, bei mir ist morgen Filmtag angesagt. Wieso? Ein paar Freunde kommen zu mir, wir machen alle drei Herr der Ringe am Stück. 9 bis 10 Stunden. Gut. Ja. Herr der Ringe oder Hobbit? Herr der Ringe. Oh Mann. Naja, die Runde war jetzt nicht so atemberaubend geil. Ach, scheiße. Ja, also ich kann mich jetzt nicht beschweren. Beim dritten Garten 13 Kills, Meister, Wiederbeleber und 7000 Münzen kann man so stehen lassen. Positive KD. Ich würde sagen, wir gehen in den Stickerladen und holen schnell ein paar von den geilen Glitzerpäckchen. Weil da fehlen ja auch noch einige Sachen. Ich wollte jetzt mal demnächst mich dran machen und so ein bisschen PVZ spielen, damit ich endlich alles haben werde. Mal schauen, ob es noch in den Ferien was wird. Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, war es dann an der Stelle hier mit der heutigen Folge. Und wir sehen uns das nächste Mal, würde ich sagen, wenn wir das Rematch machen, wenn ich mal den Tarnranger nehme und Markus den Astronauten. Und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao.